Grenzerfahrungen, die innerdeutsche Grenze, ein Rückblick, die Wiedervereinigung liegt nun 30 Jahre zurück. Und ich habe am 9. November des letzten Jahres eine sehr interessante Veranstaltung der AfD in Mainz besucht. Und dort sprach jemand, ein Zeitzeuge. Er wollte mit seiner Familie flüchten. Er hatte sich dazu mit seiner Familie den Interzonenzug ausgesucht. Er hatte dazu auch die Fahrkarten dementsprechend gekauft. Und er wollte sich und seine Familie in den oberen Kästen verschüben, Hohlräumen einschließen. Das gelang ihm auch, aber seine Tat und seine Handlungen waren bereits längstens erkannt. Man wartete praktisch nur noch auf ihn. Das ganze System war damals sehr stark kontrolliert, überwacht. Insbesondere der Kauf von Fahrkarten für den Interzonenzug, der von Ost in den Westen hineinführt und Reisen befördert, an den Übergängen, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, das alles war bekannt. Und so wurde er und seine Familie festgenommen und auch verurteilt. Und er hat davon ganz kurz berichtet. Und das habe ich zum Anlass genommen. Ich saß als Zuhörer im Zuschauerraum und dachte mir, ein interessantes Thema, mit dem Mann musst du sprechen. Und kam auf die Idee, einfach mal das Thema aufzugreifen, Grenzerfahrungen, ein Rückblick aus rein historischer Sicht, ohne auf irgendwelche Dinge von heute eine Brücke zu schlagen. Alleine der historische Rückblick auf die beiden deutschen Staaten, die innerdeutsche Grenze, die sich immerhin auf einer Länge von 1392 Kilometern hier entlang zog. Ein Rückblick auf die Geschichte der Grenzsperranlagen. Was hat das alles bedeutet? Welche Konsequenzen gab es in dieser absurden Realität an der innerdeutschen Grenze? Fluchtereignisse, natürlich die Maueröffnung, die Grenzöffnung, den Abbau. Ja, die innerdeutsche Grenze war ein Zeugnis der Unmenschlichkeit und Absurdität. Mitten durch Deutschland ging der eiserne Vorhang, eine Staatsgrenze West, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch hieß, und sie hatte Auswirkungen auf das persönliche Leben auf beiden Seiten des Zaunes, mehr entlang des eigentlichen Grenzverlaufes als weiter im Westen dieser Republik. Und mit dem nächsten Bild möchte ich gleich sehr konkret werden. Wir sehen hier den 17. Juni 1990, praktisch ein halbes Jahr nach der Grenzöffnung, und einen ehemaligen Abteilungsführer, den Polizeidirektor Schumm, der gemeinsam mit seinem Gegenüber, ich sag mal Counterpart, Major Elstermann, den Zaun demontiert. Es ist irgendwo in einem Grenzabschnitt in der Abteilung Goslar. Und wir sehen dort, ja, auch die beiden Personen stehen auf der jeweiligen Seite. Man muss aber wissen, dass dieser Bereich, genau dort, wo der Herr Schumm steht, bereits DDR-Gebiet ist. Das heißt, dies ist die eigentliche Sperrlage, der Zaun, und der stand von der Grenzlinie, von der eigentlichen Grenzlinie, unterschiedlich weit weg. Das kann manchmal bis zu 500 Meter gewesen sein. Das heißt, das ist ein vorgelagertes Gelände, Hoheitsgebiet der DDR, und irgendwo hier drüben, das ist der eigentliche Grenzverlauf, hier sind die Grenzsteine, die Grenzpfähle, die Hinweisschilder, und dort stehen wir letztendlich. Er steht natürlich hier vor dem Zaun. Die beiden Herren haben Arbeitsgeräte in der Hand. Wichtig, die Grenzmatten waren immer auf der DDR zugewandten Seite installiert. Und die jeweiligen Schrauben waren mit ihren Köpfen auf dieser Seite. Aber die Mutter, das Instrument, um diese Schraube anzuziehen, war auf der westlichen Seite. Aus ganz bestimmten taktischen Gründen. Damit niemand vor dem Zaun stehend die Schrauben lösen konnte. Und es waren Metallschrauben, nicht wie heute aus Edelstahl, nicht rostend. Sie rosteten langsam vor sich hin. Und er weiß, mit einer rostigen Schraube, die kann ich nicht so ohne weiteres aufdrehen. Das geht nicht, das war Absicht. Also, Metallmatte hier auf der Seite zur DDR, die Befestigung, die Schrauben auf der Rückseite. Ausgangssituation war die Zeit nach 1945, bereits im Jahr 1944 auf einer Londoner Konferenz mit einem Londoner Protokoll wurde Folgendes zwischen den Alliierten vereinbart. Die sowjetische Besatzungszone sollte den Bereich dieses Raumes umfassen. Dieses gesamten Raumes hier.
Das ist später die Volksrepublik Polen geworden. Hier ist die Oder-Neiße-Linie. Und dieser Bereich war vorgesehen, die Abtrennung zwischen der sowjetischen Zone zu der britischen Zone, zu der amerikanischen Zone in Hessen und Bayern. Und hier ist die französische Zone und hier liegt auch letzten Endes Rheinland-Pfalz. Sie sehen auf dieser Übersicht die bisherigen Verkehrsströme. Wir haben 32 Eisenbahnstrecken gehabt, 8 Autobahnen, 31 Bundes-, 140 Landstraßen, unzählige Feld- und Wirtschaftswege, dazu 2 Wasserstraßen. Und die harte Realität ab 1945 war nur noch 8 Verbindungen. Das ist ein Viertel. 9 Verbindungen. Das sind 180, also ein Zwanzigstel. Das sind 180 Verbindungen, unzählige tausende Feld- und Wirtschaftswege. Das sind 9 Verbindungen. Und es bleibt bei den beiden Wasserstraßen, das ist einmal der Mittellandkanal und einmal der natürliche Fluss, die Elbe. Und das ist die Karte, an denen alle Grenzübergänge eingezeichnet sind. Rot steht für die Eisenbahn, die Eisenbahnverbindung. Blau sind die Straßen. Und werfen Sie aber einen Blick auf die Karte, die großen Zwischenräume. Da findet kein grenzüberschreitender Verkehr statt. Raum Lübeck, weit runter, fast bis zur Elbe. Die Elbe bildet hier ein grenzbildendes Gewässer. Niedersachsen, einmal Niedersachsen, runter. Wir sind hier im Bereich Hessen, ja, Bayern. Hier unten geografisch bedingt einige mehr. Aber in den gesamten Raum, wir haben 17, 18 Übergänge, reduziert von einer großen Anzahl. Zeitgleich wurden erste Grenzsperrmaßnahmen errichtet. Sie können auf dem oberen Bild noch die Fahrspuren erkennen. Spanische Reiter. Unten sehen wir bereits einen Doppelzaun. Das war im Vorläufer nur ein einreihiger Metallgitterzaun an Holzpfählen entlang von Weiden, entlang von Ackerland und Flächen. Die Menschen spürten sehr bald, dass die Grenze etwas Immanentes, etwas Festes wird und auch sein könnte. Dörfer wurden getrennt. Feldarbeiten mussten einen Tag vorher angekündigt werden bei den entsprechenden hoheitlichen Vertretungen, Grenzpolizei, Sowjetarmee. Und Sie sehen hier auf dem linken Foto auch dementsprechendes Aufsichtspersonal. Ein rechtes Bild zeigt einen Ortskern. Auch dort sehen wir eine richtig manifeste Abtrennung. Man muss heraufklettern, um überhaupt drüber zu schauen. Verkehrsverbindungen sind gestoppt, unterbrochen, abgetrennt. Und wir sehen im unteren Bild 2 Posten, Sowjetsoldaten, Grenzpolizisten, die hier entlang auf einem Trampelpfad laufen. Bei dieser Fläche, die wir hier vorne sehen, die sehr schön hell ist, handelt es sich um einen Spurensicherungsstreifen. Was ist das? Ein Spurensicherungsstreifen wird bearbeitet mit Maschinen oder auch mit Federkraft, mit einer Egge hinten dran. Die Erde wird aufgerissen, aufgebrochen. Sie orientiert sich an der Ecke, wie zu Hause im Garten, mit einer Hecke, mit einem Rechen. Und ich kann dann feststellen auf meinem Streifengang, ob hier irgendjemand die Zeit genutzt hat für eine Flucht nach Westen rüber. Das war eben ein Spurensicherungsstreifen, der Name ist selbsterklärend. Es kam Personal mit hinzu. Das ist eine ältere Aufnahme Mitte der 50er Jahre. Sie sehen auch hier die Nähe zu den Grenzortschaften. Der Bundesgrenzschutz selber ist 1953 gegründet worden, hatte da den klassischen Auftrag, wie bis zu seinem Ende 1990, wo die Grenzkontrollen und die Grenzüberwachung, die Grenzstreifentätig gänzlich eingestellt wurde, Gefahrenabwehr, Feststellung der Grenzlage, der Grenzsicherheit, Feststellungen von wichtigen Ereignissen auf der anderen Seite. Aber auch zu verhindern, dass allzu neugierige Personen aus dem Westen sich zu weit auf DDR-Gebiet vorwagen, die dort nichts zu suchen haben. Da kennt man keinen Spaß. Es gab während dieser Zeit viele sogenannte Grenzzwischenfälle. Und Sie sehen hier eine Streife, eine Gruppe des BGS, das sind die Herren hier auf der linken Seite. Er gehört wahrscheinlich auch noch mit dazu. Und man ist hier im Gespräch mit einem Sowjetsoldaten über einen Vorfall, dass Ernte gestohlen wurde.
dass Personen kurzfristig mit rübergenommen wurden zum Vernehmung, zum Verhör, dass es vielleicht sonstige Vorfälle gab. Es gab auch Schusswaffeneinsatz von beiden Seiten. Es gab auf beiden Seiten auch Tote. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Grenznahe Ortschaften wurden abgetrennt. Das ist ein Bild aus den 70er, 80er Jahren. Sie sehen einen Erdbunker. Sie sehen eine Mauerabtrennung zu diesen Dörfern, die dort sind. Erhöht, 3,20 Meter, 4 Meter. Unüberwindbar, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Natürlich sind diese Personen kontrolliert, überprüft, linientreu. Alle anderen wurden zwangsumgesiedelt. Ich komme später noch einmal drauf. Hier vorne ist wieder der Metallgitterzaun. Sie sehen, dass die Matten auf der anderen Seite dieses Pfades Richtung DDR ausgerichtet sind. Sie sehen ja hier auch wieder eine Rodung und hier ist ein Kfz-Kolonnenweg. Die Grenzsperranlagen sind immer weiter seit den 60er Jahren perfektioniert worden. Das ist ein Bild aus den späten 70ern. Sie können erkennen, dass man hier die westdeutsche Seite hat und hier ab dieser Grenzlinie in Rot dargestellt beginnt Ostdeutschland. Beginnt das Staats- und Hoheitsgebiet der DDR. Von uns gab es Verkehrseinrichtungen, Absperrmaßnahmen, Hinweisschilder hier und auch dort und rot, weiß-rote oder weiß-blaue Grenzwelle. Die weiß-blauen, Sie wissen, wo die gestanden haben. Die DDR hatte gleich auf gleicher Position einen Grenzstein gesetzt mit dem Schriftzug DDR, aber das war immer in Richtung Landesinnere DDR mit ausgerichtet. Dazu gab es Grenzsäulen in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Wir hatten zunächst einmal einen Einreihe-Metallgitterzaun. Dann wurden Felder aufgebaut. Diese waren teilweise auch vermint und mit Hunden besetzt. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gab es Selbstschussanlagen. Das waren Minen am Zaun, aufgereiht in drei verschiedenen Höhen, verbunden mit Signaldrähten, Auslösedrähten, die bei Zug oder auch bei Berührung sofort zur Detonation dieser Mine führten. Und diese Mine hatte kleinste Metallteile, fast wie eine Schrotladung, wurden herausgeschossen und waren für den, der im Trichter stand, tödlich. Wir haben danach einen Kfz-Sperrgraben. Das heißt, hier wurde das Gelände bearbeitet, man musste herunterfahren und wieder gegen eine Anhöhe. Das war fast ein rechter Winkel, belegt mit Betonplatten, damit keine Fahrzeuge durchbrechen können, eventuell hier auf diesem Weg. Danach gab es den Spurensicherungsstreifen und bereits angesprochen den Kolonnenweg. Das Ganze wurde auch ausgeleuchtet. Sie sehen hier die Scheinwerfer. Beobachtungstürme verschiedener Bauart, einmal in Rund, die sind älter, die wurden später abgerissen, aber dann viereckig, quadratisch, 2x2 in der Grundfläche. Im Zwischengelände gab es Stolperdrähte, Stolperfallen. Es gab einen zweiten Zaun in einer Distanz von 200, 400, 500 Metern. Das war die Sicherheitszone. Und die Schutzzone, die noch weiter ging, bis zu 5 Kilometern. Ein zweiter Zaun, auch Hinterlandzaun genannt, sehr stabil, sehr massiv, mit einer Betonmauer um die Ortschaft herum und hier wieder in einer Zaunreihe. Passierpunkt einmal an dieser Stelle und auch hier in diesem Doppeltor. Eine Modifikation. Sie sehen hier, es sind hinzugekommen Hundezwinger, Hundeanlagen in diesem Bereich oder auch freilaufende Hunde an einer Hundelaufanlage. Und neue Führungspunkte, diese haben ein Grundmaß gehabt von 4x4 Metern und waren für die strategische Führung, für das Führen der eigenen Kräfte von ganz entscheidender Bedeutung. Auch Alarmmeldungen liefen hier in diesen Zentralen auf, auch von diesen Hinterlandzäunen, die später noch einmal ausgebaut wurden, ebenfalls mit Signaldrähten. Sie waren schwach stromführend und bei jeder Berührung lief in diesen zentralen Stellen, in diesen Führungspunkten, in dieser Führungsstelle ein Alarm auf, aber sehr still.
teilweise auch mit Signalmunition und einem lichtsperrigen Arm oder auch Scheinwerfer, der dann genau auf diesen Punkt sich ausrichtete. Das war in den Mitte der 80er Jahre die letzte bekannt gewordene Ausbauvariante am Hinterlandzaun. Sie sehen hier diese Signaldrähte, hier oben waren es 8 Stück und in dem vertikalen Bereich waren es 20 stromführende Drähte, die bei einem Kontakt Alarm auslösten. Ich selber war in Bad Hersfeld stationiert, gehörte damals zum Grenzschutzkommando Mitte. Das war in Kassel. Sie sehen auch hier im Bundesland Hessen die Distanz von 270 Kilometern an der Grenze zu Thüringen. Es gab damals 4 Einsatzabteilungen. Sie sehen in der zweiten Zeile die aktive Zeit der Grenzstreife, Grenztätigkeit, letztendlich eingestellt in allen Bereichen am 30. Juni 1990. Sie sehen die Kilometerdistanzen. Sie kommen durchaus auf die Idee zu sagen, das ist aber mehr als 270, ja, die Grenzabschnitte waren von Norden nach Süden auch überlappend. Das Bundesland Thüringen hatte eine Gesamtlänge insgesamt, das war der größte Abschnitt von 763 Kilometer Grenzlänge, zog sich weit bis Niedersachsen drauf, aber auch noch südlich runter. War der längste Abschnitt an der innerdeutschen Grenze. Und Bad Hersfeld hat selber hier gelegen. Sie sehen hier oben Eschwege, Bad Hersfeld, Hünfeld, Fulda. Und so sah es aus. Lassen Sie einmal alleine die Dimension, die Möglichkeiten auf sich einwirken. Derjenige, der bei der Bundeswehr gewesen ist, dem kommen sofort 2 Sätze ein. Wer die Höhe hat, hat das Tal. Und das stimmt auch so. Und Sie sehen auch die karge Landschaft. Das ist bewusst gemacht worden in dem Bereich hier. Es soll ein freies Sicht- und Schussfeld geben. Und die Grenzsoldaten haben bei Fluchtversuchen, die bekannt geworden sind, auch von dem Einsatz der Waffe Gebrauch gemacht. Sie sehen hier den Kolonnenweg, den Spurensicherungsstreifen. Ja, das ist etwas unscharf, das gebe ich gerne zu. Nicht zu erkennen, auch aufgrund der Geländeformation. Hier geht es weiter runter. Sie sehen auch hier die scharfen Einrisse in der Formation. Das entsteht durch Regenwasser. Hier unten wird es dementsprechend auch sehr nass und ein kleines Feuchtgebiet gewesen sein. Und Sie sehen den Grenzverlauf. Auf unserer Seite waren es immer diese weißen Plastikpfähle mit den roten Köpfen. Halt hier Grenze. Ein historischer alter Grenzstein und die Grenze kommt hier von links herüber bis zu diesem Stein und geht hier nach rechts weg. Und wer vielleicht sehen kann, kann hier oben feststellen, im Stein selber ist eine kleine Kerbe drin. Das sind die Grenzsäulen und hier ist das Emblem und auch der Schriftzug. Und das sind die angesprochenen Grenzsteine der DDR mit dem Schriftzug zur DDR ausgerichtet. Das ganze Bild ist gestellt. Wir befinden uns ja hier eindeutig auf DDR-Gebiet zur damaligen Zeit. Sie sehen hier einen Vertreter des Zolls, jede Menge Fotografen. Ich denke mal, das ist hier eine Inszenierung, vielleicht auch ostdeutsche Kamerateams, ich weiß es nicht. Es gab damals eine gemeinsame Grenzdiskussion, die gesamte Grenze neu vermessen hat. Es gab eine gute Zusammenarbeit, es gab Grenzbegradigungen. Ich zeige Ihnen das später mal an meinen schönen Beispielen. Und dann können wir davon ausgehen, die Personen, die hier so dicht zu einer westdeutschen Ortschaft stehen, sind alle linientreu und überprüft. Ja? Und das ist vielleicht eine Uniform des BGS ist es nicht, vielleicht Landespolizei, ich kann es nicht sagen. Und hier in diesem Bereich sehen wir die Selbstschussanlagen in 3 verschiedenen Ebenen. Das waren stromführende Teile, Auslöser. Hier ist der Strom mit verteilt worden. Perfide, gemein und immer dort installiert, wo es eben fluchtbegünstigende Umstände gab. Ein Schwerpunkt. Das Ganze wurde kontrolliert und beobachtet von diesen alten Beobachtungstürmen, die noch rund gebaut waren. Sie sehen hier den Bereich einer Wachablösung. Steht ein Motorrad, eigenartige Fahrzeuge, 80er Jahre.
Baumaßnahmen. Sie sehen hier das Errichten eines neuen einreihigen Metallgitterzaunes. Sie sehen hier im unteren Bereich Arbeitskräfte. Aber wenn Sie einmal genau hinschauen, diese Personen, diese und auch diese haben alle Sicherungsaufgaben. Und dort wurde immer ein rotes Band gespannt, von diesem Punkt hier vorne dran vorbeigeführt und hier den Berg hoch. Wer diese rote Linie überschritt, auf den konnte geschossen werden. Das war so, es gab den Schießbefehl. Grenzaufklärer. Das waren Personen mit der höchsten Verwendungsstufe. Sie wurden feindwärts eingesetzt. Einsatz im Grenzgebiet neben der Grenztruppe, überwiegend militärisch strukturiert, bei besonderen Lagen der Grenzsicherung. Sie hatten einen vielfältigen Verwendungsbereich und eine insgesamt sehr hohe Verwendungsbreite. Sie waren nicht an einen bestimmten Grenzabschnitt gebunden, konnten überlagernd in anderen Bereichen mit eingesetzt werden. Und eine Grenzkompanie verfügte immerhin über 4 bis 6 Grenzaufklärer in den Diensträngen Feldwebel, Berufsunteroffizier oder Fähnriche. Waren immer für uns sehr leicht und gut zu erkennen. Sie verfügten über die beste Fotoausrüstung, die es zur jeweiligen Zeit gab. Und sie haben auch in ihren Einheiten eigene Fotolabore gehabt. Und es gab natürlich, wie es drüben so üblich war, den Weg nach oben. Zusammenarbeit mit dem Offizier Aufklärung des Grenzbataillons, er war auch ihnen gegenüber weisungsbefugt, und Kontakt zum Verbindungsoffizier der Verwaltung 2000, das war eben die Stasi in der Armee. Der Einsatz geschah immer auf dem vorgelagerten Hoheitsgebiet feindwärts, vor den eigentlichen Grenzsperrenlagen, in diesem sogenannten vorgelagerten Hoheitsgebiet von der Grenzlinie bis zum ersten Zaun. Es waren nur ausgesuchte Grenzaufklärer für solche Einsätze verfügbar. Sie waren, man nannte es, rund um die Uhr bestätigt. Und eine Bestätigung, eine Erlaubnis, eine Ermächtigung konnte jederzeit entzogen werden. Einschränkungen ergaben sich aus innerdienstlichen Problemen, Ehe, Familie, Alkohol, allgemeiner Lebenswandel oder vielleicht sogar politische Auffassung, negative Äußerungen. Und sie haben intern den Begriff geprägt, 3B-Bestätigung. Bestätigt bis Bonn. Das heißt, er konnte vor dem Zaun eingesetzt werden. Und die Aufgaben waren dann die Durchführung von Grenzstreifen, Ausschau zu halten, wo ist der Bundesgrenzschutz unterwegs, die Kontrolle der Sicherungsanlagen, der Grenzmarkierungen, gab es Veränderungen vorne an dem ersten Grenzzaun. Überwachung von Bautätigkeiten an den Grenzsperranlagen, das Bereitsein für Aufnahme, Dokumentation, Hilfe bei Schadensereignissen, Fluchtereignissen aufzuklären, Dokumentationsarbeit zu leisten, auch Kontrollfunktionen gegenüber den Grenzsoldaten. Überwachung, Dokumentation von Handlungen auf dem westdeutschen Gebiet. Und eben auch den Einsatz zur Spurensuche auf den Kontrollstreifen. Und wir haben sie auch immer leicht erkannt. Es gab keinen Kontakt, es gab keine Verbindungsaufnahme, es war sehr anonym. Wir haben guten Tag gesagt, gegrüßt, es kam nicht zurück. Dann drehte sich einer zu uns und der andere stand dann mit dem Rücken zu uns. Auch bei dieser Aufnahme sehen Sie das rote Band. Hier ist es. Da ist es gespannt. Und es befinden sich Grenzaufklärer hier in diesem Bereich. Und die beiden arbeiten dort. Und das ist auch eine, halt er hier, ein Grenzaufklärer. Da sehen wir es und auch mein in Farbe. Jetzt möchte ich Ihnen einmal eine Grenzortschaft im Laufe der Zeit vorstellen. Wir sehen zunächst einmal den westdeutschen Bereich Herleshausen. Das ist aufgrund der Geografie der Thüringer Zipfel, der weit nach Osten hineingeht. Halt, da bin ich zu weit, bis hierhin. Und dann wieder zurückkommt, hier oben rüber, zurück. Also, Thüringer Zipfel, Herleshausen, hier irgendwo liegt Warta. Das ist die Grenzübergangsstelle Warta und Warta selbst liegt hier.
Das ist der eigentliche Grenzverlauf. Ich fahre ab, Sie werden erkennen, die Beobachtungstürme und die Dreiecke, das sind die Grenzsäulen. Die Grenze springt hier von links nach rechts. Ich gehe gar nicht drauf ein. Dann geht sie da hoch. Das war die Grenzlinie, der Grenzzaun dahinter. Und das ist der zweite Zaun, der Hinterlandzaun oder auch GSZ, der ist hier. Da sehen Sie die Linie. Sie sehen dementsprechend auch Truppen, die dazugehören. Einmal die Grenzkompanie Lauchröden und Neuenhof. Und wir werden uns dann den Ort einmal ansehen, Lauchröden. Gelegen an einer wunderbaren kleinen Allee, die Straße ist ca. 4 Meter breit, beidseits mit Bäumen bestanden, eine hervorragende Allee. Und wir werden einmal einen Blick werfen, wie es im Laufe der Zeit diesem Ort erging. 1951, wir sehen die Werra, wir sehen Kinder auf beiden Seiten des Flusses. Hier ist die Westseite, Flussmitte ist Grenze und da ist der Osten. Bitte einmal dieses Gebäude im Auge behalten, ein oberes Fenster und ein Scheunentor. Das werden Sie noch aufzählen, ich zeige es Ihnen auch. Genau diese Stelle, wo die Kinder hier spielen. Aber bereits die Aufnahme zeigt uns etwas, das vom normalen Verhalten von Kindern, von der Freude, etwas nicht stimmt. Ich sehe nickende Gesichter hier drüben. Ja, er hier. Scheu, überrascht, abwartend. Ja. Unbeteiligt, hier beobachtend. Ja? Es ist nicht so die lebhafte Jugend in dem Alter, die wir vielleicht vermuten würden. Und hier die beiden sind neugierig, so wie es aussieht, ist das vielleicht ein Mädchen, jetzt hier zwei Zöpfe an der Hinten, ich bin mir nicht sicher. Und da oben die Gruppe, gucken Sie mal, die ist da sehr weit weg. Da ist keine Aktion, keine Kommunikation, keine Aktivität. Abwarten, stehen bleiben, schauen. Der Ort Lauchröden, die Brücke. Diese Brücke wurde mit Abzug, Rückzug der deutschen Truppen gesprengt. Das heißt, wir sehen hier die ostdeutsche Seite. Wir selber stehen auf dem gleichen Gebäudeteil, diesen Brückenkopf, auf dem stehen wir, da wurde die Aufnahme gemacht. Wir sehen das Jahr 1950 und haben einen 10-Jahressprung. Und jetzt einmal kurz Bildinterpretation, was hat sich verändert? Wir sehen, dass sich hier auf dem rechten Bild die gesamte Buschreihe weg ist. Das sind 16 Bäume, die sich gegen 8 Bäume, die sich jeweils gegenüberstehen. Wir sehen auch hier, dass der Uferbereich gerodet ist. Und wir können einen Zaun erkennen, einen Doppelzaun. Der geht hier hoch auf den Damm und geht hier wieder runter. Wir können aber auch erkennen, dass diese Aufnahme aus dem Winterhalbjahr stammt, denn hier oben liegt Schnee. Ganz leicht und wenig an Höhenzug. Da oben ist es auch kälter. Wir sehen die Dächer, die sind leicht weiß. Und auch hier unten können wir etwas Schnee erkennen. Wir sind im Frühjahr 61, also wenige Monate später. Eine Schlehe, es muss ein starker Wind gewesen sein. Wir sehen hier Wäsche, die aufgehängt ist. Wir sehen den Grenzverlauf. Wir sehen einen ersten Zaun und einen zweiten. Der ist etwas schwächer, nicht ganz so gut zu erkennen. Wir sehen das Gebäude und den Baum noch einmal. Und ein riesengroßes Propagandaschild. Man hat zu dem Zeitpunkt mit Flugblättern gearbeitet, Propagandaschildern. Es sind sogar mal vor der Wahl 1953 sehr viele Ostagenten herübergekommen. Da habe ich einen Hinweis gefunden und sie sollten die Wahl damals beeinflussen, um dementsprechend eine andere Partei zu wählen. 63. Da ist dieses Haus, da ist das Scheunentor und da oben ist das Fenster. Und hier sehen wir, dass der Doppelzaun hier vorne sich den kleinen Anhang hochgeht und hier ist die zweite Zaunlinie. Es kommt ein Turm hinzu, der steht hier vorne auf dem Brückenkopf. Und links und rechts schließt sich der Zaun an. 66. 67. Wir stehen hier auf unserem Brückenkopf. Das ist ein ehemaliger BGS-Beamter. Wir haben damals ein Gewehr gehabt, die Pistole vielleicht noch, die P1.
Fernglas, Ausrüstung, das sehen Sie. Abgesperrt, das ist der Zaun. Was ist hinzugekommen? Eine Beleuchtungsanlage, weiter freigeschnitten. Und das hier ist auch genau der linke Ortsteil, der sich hier nach diesen Häusern mit anschließt. Und im Hintergrund eine Ruine Brandenburg. Ja, 1976, was hat sich verändert? Das Haus, was hier stand, ist weg, auch der Baum, der zu sehen war. Und links und rechts von diesem Turm ist noch einmal eine Zaunerhöhung, die auch dort ein Überklettern, ein Übersteigen verhindern soll. Da ist das Gebäude, das obere Fenster und hier das Tor. Dieses Bild interpretieren Sie einmal selber. Das Haus steht ja noch, auf dem anderen war es schon weg. Da ist unser Scheunentor. Und vergleichen Sie mal diese Anlage und hier. Was ist zu erkennen? Der alte Streifenweg, der nach hier über den Damm ging, von unten nach oben auf die Krone und dann wieder runter. Man hat hier das Gelände durchbrochen. Sie sehen das sehr eindeutig, der geht ebenerdig. Und auch mit Fahrzeugen ist dieser Weg zu passieren. So, einprägen, Turm, Grenzsäule, Metallgitterzaun, Lichtsperre. Bei Nacht sieht es so aus. Und das zeigt Ihnen einmal die Dimension, die Bedeutung, die die Grenze hatte. Da hatte keiner eine Chance, von Ost nach West zu kommen. Die Personen, die in unmittelbarer Grenznähe gewohnt haben, in den ganz grenznahen Ortschaften, waren mehrfach überprüft. Notwendige Mitarbeiter für die Landwirtschaft, für Produktionseinheiten, für die Infrastruktur, um das aufrechtzuerhalten. Aber sie waren alle überprüft. Und bei dem geringsten Verdacht mussten sie umsiedeln. Und die Aufnahme ist wahrscheinlich ganz prägend und sehr markant. Ich lasse es wieder Tag werden. So sah es dann tagsüber aus. Die Werra, Sie sehen das hier sehr schön, ein Fluss, der kann auch einmal Hochwasser führen. Das haben wir hier. Und bedingt durch das Hochwasser wurden auch in den früheren Jahren, 60er Jahre, 70er Jahre, Minen abgetrieben, die in diesen Zaunfeldern mal verlegt wurden. Ganze Zäune wurden weggerissen durch die starke Strömung. Und dann gab es zum Teil auch Minen, die auf westdeutschem Gebiet lagen. Man konnte sie sehen oder man hörte es. Es ist so. Das Hochwasser hat sie mitgenommen, weggeschwemmt im Schlamm. Der Bauer fährt drüber oder Personen, die dort gehen. Es gab auch dort viele Verletzte, viele Todesfälle, weil sie eben auf Minen getreten sind. Und dann wurden auch dieses gemeinsame Telefon genutzt, um zu erklären, wir haben einen Schaden, wir uns sind in dem Grenzabschnitt Minen abgetrieben worden, wir teilen Ihnen das mit, wir weisen Sie darauf hin. Minimale, begrenzte Zusammenarbeit. Und hier sehen Sie einmal auf der Luftaufnahme die Dimension. Erste Linie, zweite Linie. Mehr muss ich nicht sagen. In der Flussmitte ist die Grenze. Und das war ein wunderbarer Hubschrauber, eine Alouette für 4 Personen. Sehr wendig, ein Aufklärungshubschrauber. Ich bin auch dort sehr oft mitgeflogen. Wunderbare Aufnahmen, eine hervorragende Übersicht und ein richtiger Rundumblick. In diesen Jahren, 85, 86, hatte die Grenze ihren höchsten Ausbauzustand. Wir sehen hier das Haus mit dem Tor und dem Fenster. Und es tat sich nicht sehr viel. Es war Routineeinsatz, es waren Streifen, es waren Meldewege, es war ein minimaler Austausch, es waren Leute, die sich verlaufen haben. Ansonsten war es fest und zu. Man kam auch nicht rüber. Ich mache einen Sprung auf 89. Sie sehen auf dieser Aufnahme, der Turm ist weg, der Zaun ist geschliffen, er ist abgebaut. Und Sie sehen auf der rechten Bildhälfte wahrscheinlich die Leute, die es gemacht haben. Und nach deren Bekleidung, ja, es sind landwirtschaftliche Mitarbeiter, Handwerker, Bauern,
und Sie sehen auch rechts davon Fahrzeuge. Die Grenzöffnung. Im gleichen Jahr der Grenzöffnung hier an dieser Stelle an der Werra-Brücke Lauchröden, einen Tag vor Heiligabend. Natürlich Freude und Jubelszenen und die beiden Länder, Hessen und Thüringen, haben unheimlich viele gemeinsame Bezüge. Die Landesfarben sind identisch und das Landeswappen hat nur minimale Unterschiede, wie Sie sehen. Und die Menschen haben irgendwann auch einmal zusammengehört. Es gab Familien, es gab feste Strukturen. Und dann gehe ich noch einmal auf den gesamten trennenden Charakter der Grenze ein. Familien wurden getrennt, Freundschaften, Verlust des Arbeitsplatzes. Man hat vielfach gemeinsame Wurzeln aufgrund der Geschichte gehabt. Es gab keine Postverbindung mehr oder auch sehr lange, die Briefe wurden mitgelesen. Kommunikationswege sind dann doch unterbrochen, abgeschnitten. Zeitungen, Vereinsleben, Kirchen, das soziale Leben wurde durch den Zaun getrennt. Auch Versorgungsleitungen, primär Energiegüter, Strom, Gas, Wasser, Kohle, Abwasser, Müll, Gas, das alles fand an dieser Grenze ein Ende und musste ganz anders neu ausgerichtet werden. Der gesamte Raum entlang der Grenze von Nord bis Süd musste sich in der Wirtschaft gänzlich umstellen. Wir sprachen damals von dem Zonenrandgebiet. Der Arbeitsmarkt, man interessierte sich und orientierte sich immer in Richtung Westen. Heute sind es wunderbare Tourismusgebiete. Man spricht vom grünen Band. Aber zur damaligen Zeit wurde der Handel unterbrochen, die Wirtschaft ging zurück, es gab eine Zonenrandgebietförderung, die Wirtschaft wurde gefördert, es gibt heute noch, das muss man leider so sagen, auch noch immerhin strukturschwache Gebiete. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die diesem Raum für die nächsten Jahrzehnte keine große positive Steigerung voraussagen, weil bestimmte Dinge nicht vorhanden sind. Und große Arbeitgeber in diesem Bereich haben auch zu kämpfen. Entschuldigung? Bitte. Wieso ist die so spät aufgemacht worden? Ich dachte, die sind alle am 9. November gemacht. Ja, da gehe ich gerne sofort drauf ein. Die eigentliche Grenzöffnung war am 9. November 1989. Aber es dauert seine Zeit, das war Berlin. Die Grenze ist auch hier aufgemacht worden mit den Toren sofort danach, an den gleichen Tagen. Aber die Grenzöffnung für diesen Bereich, dazu braucht man auch hier ganz klar, wir sehen das gleich, wir gehen mal einen Schritt weiter. Es muss eine Brücke erstellt werden. Und das kann ich ja nur machen, indem ich hier auf den Brückenpfeilern einen Betonsockel drauf gieße und hier drüben genauso, um überhaupt Möglichkeiten des Austausches des Verkehrs zu machen. Ich muss eine Hilfskonstruktion setzen, die Brücke ist nachher erneuert worden, da kommen starke Stahlträger drüber, Holzbalken sind hier sehr schön und dann ist es geschehen. Ja? Die Grenze musste dementsprechend auch bereit gemacht werden. Ich zeige Ihnen später noch eine Aufnahme, eindeutig richtig, Grenzöffnung ja, 9. November 1989, aber aufgrund der hier vorhandenen Möglichkeiten, ich kann nicht durchs Wasser gehen, ne? Es müssen auch dann, ich zeige es Ihnen, Asphaltstraßen hergestellt werden. Der Zaun muss beseitigt werden. Der muss abgebaut werden. Das sind Zäune, wir kommen später drauf. Das bedarf einiger Vorbereitung. Aber dieser Personenkreis konnte auch, ich habe es eben gezeigt, über die Grenzübergangsstelle Warter mit dem PKW in das Bundesgebiet auch schon zu diesem Zeitpunkt einreisen. Da gab es schon Verbindung. Nur aufgrund der Länge, der Distanz, hier ein Tag vor Heiligabend. Warum ist die Grenzöffnung erst so spät? Die konnten alle über große Öffnungen, über die Tore wurden aufgemacht. Aber sehen Sie einmal hier, das ist die Ortschaft Obersuhl. Die Grenze verläuft hier vor der Buschreihe bis hierhin. Da sehen Sie die Schilder. Und jetzt, weil ich das Bild habe, irrsinnigerweise, die Grenze war früher diagonal über die Straße. Das heißt, von diesem Punkt einfach hier, diagonal. Das heißt, die letzten Bewohner, ja, hier so ein Strich, die kamen gar nicht mit ihrem Auto in das Objekt rein. Dann hat man im Zuge der gemeinsamen Grenzkommission festgelegt, Gelände ausgetauscht von beiden Seiten. Die Grenze verläuft von diesem Punkt entlang der Straße
geht dann hier am Ende, da ist die Grenzsäule, an den Häusern vorbei und führt hier um. Und die Verbindung zwischen Obersuhl und Untersuhl ist seit 40 Jahren gekappt. Und Sie sehen hier das Zwischengelände, die Straße ist weg. Da drüben ist das Gegenstück. Das ist ganz anders angebunden. Hier ist dieser Zaun. Es muss erstmal diese Zaunlinie abgerissen werden, eine Grenzöffnung geschaffen werden, Abbau. Dann muss hier einmal ja, der Straßenbau zur Tat schreiten, einen richtig guten, tragfähigen Untergrund schaffen, mit Sandschichten, mit Steinen. Das ist ja kein gewachsener Boden. Und dann kommen hier erste Feldwege, Trampelpfade, Fahrradverkehr. Ja, und dann muss das festgemacht werden, denn die Belastungen bei Wind und Wetter im Straßenbau sind ganz anders und das dauert seine Zeit. Eine erfolgreiche Fluchtmöglichkeit hat ein Fernmeldetechniker genommen. Das ist die Kopie des damaligen Original-Passierscheines Klasse 3, Bernd M., nennen wir ihn einfach mal. Er hatte die Berechtigung als Fernmeldetechniker mit diesem Passierschein von Mai bis Oktober im Jahre 83 sich innerhalb der Sperrzone aufzuhalten, für Aufbauarbeiten, Instandsetzung, in Warthaltung. Das ist die Rückseite, verlängert bis 30. April 84. Und er kannte sich aus, er wusste, was möglich ist, er hatte auch Fluchtabsichten. Und mit diesem Dienstauftrag ist ihm letztendlich die Flucht geglückt. Er ist mit seinem Fahrzeug, ich gehe nochmal zurück, hier am Hinterlandzaun angekommen. Das Tor wurde geschlossen, die Grenzsoldaten ließen ihn passieren. Er hatte einen Auftrag, bedingt durch Wasserschäden, hier irgendwo im grenznahen Raum eine Instandsetzung durchzuführen. Nachdem das Tor geschlossen war, stieg er wieder in sein Auto ein, bei ihm waren zwei Kollegen und er gab Vollgas. Er fuhr bis hier vorne hin, direkt bis zum Zaun, da war ein Durchlass, stieg auf das Fahrzeugdach dieses kleinen LKWs und sprang über den dann noch ca. 50 cm erhöhten Zaun einfach rüber in die Freiheit. Bevor die entsprechende Reaktion kam, war er bereits hier schon im Schutze der Häuser und fand sehr schnelle Aufnahme und Unterschlupf. Und das hat er lange Zeit aufgeklärt, vorbereitet, ausbaldowert. Das gelingt nicht immer. Und das sind ganz wenige Fälle, wo Fluchtaktivitäten, Fluchtversuche auch erfolgreich waren. Ein kurzer Blick nur auf die Todeszahlen, die es gab. Es ist gar nicht interessant und wichtig, diese Übersicht kommt von Wikipedia. Ob das nun 10 mehr oder weniger sind. Es gab Todesopfer auf vielfältige Art und Weise. An der Berliner Mauer, an der innerdeutschen Grenze, über die Ostsee. Es gab Flugzeugentführungen, es gab Warenexport. Das heißt, man hat sich irgendwo in Waren für den Westen versteckt und wurde dann bei der Zollkontrolle im Ausreisepunkt entdeckt, weil man die Atemluft messen kann und aufspüren kann. Es gibt Transitwege, dort wurde geschleust. Das sind dann erste Gespräche zwischen ostdeutschen Grenzsoldaten, einem Politiker, das ist der Bundesgrenzschutz, hier am Zaun, einfach über dieser Wegabsperrung. Und das ist ein typisches Bild. Sie standen immer einen Meter mindestens vom Grenzverlauf entfernt zurückgesetzt. Das konnten wir immer wieder feststellen. Auch das hat sich dann mit der Zeit gelöst und man kam ins Gespräch. Hier sehen Sie einmal diese endlose Schlange, das ist Lübeck-Schlutup. Fahrzeuge in beiden Richtungen. Und Ihre Frage vorhin, ich greife es nochmal auf. Das ist der Zaun bei Obersuhl. Sie müssen den erstmal aufkriegen. Da ist keine Straße, Sie müssen die Grundlage haben. Links und rechts Fahrbahnbankett. Und da kommen ja nicht nur diese kleinen Fahrzeuge, da kommen vielleicht LKWs. Die Grenze ist auf. Ja. Die Wiedervereinigung steht noch aus. Und auch mit Zügen sind die Menschen Massen in den Westen geströmt. Ja, und den restlichen Teil
der Geschichte der zurückliegenden 30 Jahre haben wir alle noch sehr intensiv wahrgenommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten beschließe ich an dieser Stelle den Abend. Wenn noch Fragen sein sollten im bilateralen Bereich, der Herr Hochscheid wird sicherlich noch ein paar Minuten bleiben. Der Herr Dr. Heiko Wildberg wird sicherlich noch die eine oder andere Frage beantworten, falls noch Fragen sind. Und der Herr Schmidt steht genauso zur Verfügung. Ansonsten sind auch noch ein paar Mitglieder von unserem Kreisvorstand anwesend, falls Fragen an den Kreisvorstand sind. Ansonsten wünsche ich eine gute Heimfahrt. Vielen Dank für Ihr Kommen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.